Ich werde den jetzt garantiert nicht fallen lassen. Huh. Nicht anstoßen. Jetzt weiß ich auch diesen komplizierten Weg hier runter, diesen doofen. Denn hier kann man leicht das Ding hier anstoßen. Ups, mein Finger ist ausgerutscht. Das mache ich doch nicht nochmal. Ich bin doch nicht lebensmüde. Naja, wobei, was wir hier schon alles gemacht haben. Ich gehe mal stark davon aus. Ja, passt, sehr gut. Das ist Eil an dieses Ende und das hier rein und rennen wir. Lauf, 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 lauf. Ich kann das von hier aus nicht sehen. Ich habe Angst, dass mir mein Gesicht um die Ohren fliegt. Habe ich das Seil jetzt richtig reingelegt? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt aber auch nicht wieder hinrennen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Das brennt, das brennt. Das müsste jetzt eigentlich, nach meinen Kalkulationen her... Kalkulationen her. Okay. Das geht nicht hoch. Aha. Das brennt. Und es will nicht hochgehen. Oh, okay. Also man kann es doch anstoßen. Hier muss... Muss ich das hier noch irgendwo reinlegen? Au, heiß. Okay. Heiß, 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 heiß. Aha! Das war die schlauste. Ich kann gerade irgendwie nur über mich selbst lachen. Ja! Entzünde ruhig das Ding, wenn du direkt daneben stehst. Das ist die beste Idee, die du je hattest. So. Meine Fresse, ich dachte, das stand eben schon richtig. Okay, jetzt aber. Lauf, 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 lauf. Ah ja, die Aufnahme ist übrigens eben abgebrochen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich hoffe, mein Gesicht fliegt mir jetzt nicht weg. Das sieht gut aus. Und ich lebe noch. Congratulations, dear boy. You arrived. You will find your escape now. Your friend is well chosen. Insanity, after all, is rare in individuals. Only in humanity as a whole is it the rule. Nietzsche. I will remain here. Oh God, no. This half place continues to be the only challenge to my knowledge. May you enjoy your fate, Philip. What is left of it? Warte. Hier waren wir doch schon mal. Yvonne Butch. Okay, lass dich nicht bewegen. Das ist gerade ein totales Déjà-vu, das ich habe. Ich war doch hier schon mal. Oder? Das fange ich auch an, mir selbst zu zweifeln. Ich bin mir so sicher, dass ich hier schon mal war. Natürlich. Hier waren wir schon in Overture. Hier hat Red gewohnt. Déjà-vu? Ich sag's doch. Let me die, please. Red. Wieso? Das letzte. It's a glowing metal orb. Not the strangest thing I've ever seen recently. Exit available. Please exit the area. Viele Bücher. Wer Overture gesehen hat, weiß, was ich meine. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir Red umgebracht. Hier wollte er sich erhängen. Hier ist seine letzte Speise und hier sein Notduft. Exakt so wie in Overture hier alles. Ich glaub's nicht. It stinks. Why aren't I surprised? Maybe I should
Just lie down and give up. Nein, ich gebe jetzt nicht auf. Und hier ist ein Mikrofon, von wo aus immer gesprochen hat. Ah, die Freiheit ist doch so nah. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Okay, raus hier. Na! Like the Eminis, I too am versed in poetry of the mind. And I am well chosen indeed. For there is some madness in my love and some reason in my madness. Nein. Yet I cannot help but feel unprepared. The banquet is only half baked. The rats are only but partially squeezed. And you find me once more within this metal burning chamber. Nein, ich bring dich nicht um. Chamber, like the banquet is of the mind. The only way out of it is within it. I have knocked on death's door many times before. But the both of us will this time be taking tea. It is only through pain that we know we are alive. And this time, my friend, the pain must end. Would you return to the world from which you came? Drown in the chitter-chatter? Poret's answer is no. Better to have a story and end it than never to realize it has begun. Hmm. Ich bin mehr verwirrt als jemals zuvor und jetzt wären wir schon das dritte Mal hier. Ein Eimer. Was? Hier hat unsere Reise begonnen, ein Overture. Ich bin gar so geflasht, ey. Nein. Na! Oh Gott, bitte. Bitte sag mir nicht, dass das das Ende ist. Oh mein Gott. Penumbra Requiem. Ich hab grad so keine Worte, Leute. Ich hab einfach keine Worte. Fictional Games. Ja, da hätten wir jetzt wohl auch das Add-on zu Penumbra Black Black. Penumbra Requiem hätten wir jetzt durchgespielt. Ich muss sagen, ich bin noch mehr verwirrt als jemals zuvor. Ich dachte zwar, Penumbra Black Black kann das nicht schlagen, weil das Ende war schon sehr verwirrend. Aber nein, Requiem hat das Ende nochmal im Längen geschlagen. Und jetzt frage ich mich natürlich, hätte ich ihn töten können? Ich meine, ich bin einfach aus dem Raum gegangen, ohne ihn zu töten. Ich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich habe keine Worte. Also, war Red jetzt doch die ganze Zeit am Leben? Oh Gott. Das ist einfach ein kompletter Mindfuck. Ich hab keine Worte, Leute. Drei Stunden, 52 Minuten haben wir gebaut. Collectible Parts. Wir haben nur zwei von neun Artefakten haben wir gefunden. Ja, dann würde ich mich jetzt eigentlich auch hier an dieser Stelle verabschieden. Ich bin traurig, weil ich das Ende von der Story... Ich muss mir das mal ins Gedächtnis rufen, was gerade passiert ist. Irgendwie, ich weiß, ich labere jetzt noch immer noch weiter, obwohl die Credits vorbei sind, aber... Das kann es doch nicht gewesen sein. Ich meine, die sind einfach durch die Tür raus und fertig. Naja, gut, ich... das ist einfach nur so... Totaler Mindfuck, ey.
Ja, dann würde ich mich eigentlich nur vielmals bei euch bedanken, dass ihr das durchgestanden habt. Ich habe mich echt dämlich bei den Rätseln angestellt, das muss ich jetzt einfach nochmal festhalten. Bei jedem Rätsel habe ich irgendwie Ewigkeiten gebraucht, bei ein paar habe ich mich dann noch döver angestellt, wobei es ja eigentlich ging. Also man muss sagen, lag jetzt eigentlich zum meisten Teil. Manche Rätsel waren wirklich doof, aber bei den meisten lag es dann wohl wirklich bei mir, dass ich mich da nicht so, da weiß ich nicht, da habe ich nicht so weit gedacht. Keine Ahnung, man muss manchmal auch einfach über den Tellerrand hinaus gucken, ihr kennt es ja. Ja, und ich würde sagen, ich gucke einfach nochmal, ob ich an der Stelle noch irgendwas tun kann, weil dann würde ich das nochmal hier hinten dran einschneiden, also in dem Raum mit Red. Sonst würde ich sagen, war's das. Und ich laber immer noch weiter. Ich möchte mich von dem Spiel nicht trennen. Ich kann zum Ende einfach nur noch sagen, falls das jetzt hier die letzten Worte sind, Penumbra, die Reihe, spielt sie. Die kostet absolut nichts, wenn ihr sie euch auf Steam holt oder sonst wo. Und es ist eine geniale Reihe. Ich muss einfach sagen, das Spiel gehört jetzt einfach zu meinen absoluten Lieblingsgames. Ich habe so eine Reihe noch nie zuvor gespielt. Ja, dann noch zum allerletzten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in einem, ja, nächsten Horrorgame, denn es gibt keinen weiteren Teil. Was mich jetzt ein bisschen traurig macht. Schade. Die Story war schon echt sehr, sehr geil. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe mich ja eben gerade verabschiedet und habe einfach nochmal den Spielstand geladen. Hier gehe ich dieses Mal nicht durch. Ich sehe mich erstmal um. Und es ist ruhig. Verdammt ruhig. This belongs in the past. Someone else past. Not my present. Und ich möchte diesen Knopf nicht drücken. Ich sag das noch einmal. Ich möchte ihn nicht drücken. Wir sind ja eben gerade einfach rausgegangen. Und Red ist hier drin. Bitte, bitte. Ich will den nicht drücken. Ich will ihn nicht töten. Oh Gott, ey, das ist so schlimm. Das ist gerade ein Twist mit mir selber. Wir können nichts tun. Aber wir können aus der Tür rausgehen, aber sonst ist hier nichts. Nein, gar nichts. Es tut mir leid, Red. Thank you, my friend. This is going to hurt. Verdammt. Wer liegt da? Ja. Es gibt echt zwei Enden im Spiel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie die Stimmung versaut oder so. Das war ein zweites Mal das Ende. Hier bin ich schon wieder. Hab eben noch 5 Minuten in den Credits weitergelabert. Ja, wir haben Red jetzt wirklich getötet? Fragezeichen. Ich muss sagen, ich verstehe es immer noch nicht, aber ihr habt es ja gesehen, ich bin beim ersten Mal einfach die Tür rausgegangen und beim zweiten Mal habe ich die Maschine betätigt, also gerade eben, und habe ihn quasi getötet. Das gleiche wie in Overture. Und da frage ich mich natürlich, was war daran echt? Inwieweit war das jetzt nur in meinem Kopf? Ich meine, die Turngates, diese Aliens, die wir im zweiten Teil hatten, die wurden hier auch, ja klar, die wurden schon erwähnt mit dem, wir hatten ja selber einen Alien im Kopf, den Clarence. Und, von dem scheint ja auch irgendwie noch ein bisschen was in uns gewesen zu sein, beziehungsweise haben wir von denen ein paar Gedankengänge übernommen gehabt. Und jetzt frage ich mich natürlich, inwieweit war das real, inwieweit ist das in Black Plague überhaupt passiert? Ich meine, wir sind jetzt quasi das Ende von Overture und das Ende von Requiem sind in dem Sinne ähnlich, da wir ihn ja schon wieder getötet haben. Oh Gott, ist das verdammt verwirrend.
Ich find's verdammt cool, aber ich find's verdammt verwirrend. Okay, aber bevor ich jetzt hier nochmal weiter laber, hier werden wir schon wieder. 3 Stunden, 52 Minuten. Naja, hat sich jetzt schon ein bisschen gezogen. Würde ich mich doch mal vielmals bedanken, falls es jemand weiß oder habt ihr Theorien? Ich meine, ich habe es jetzt durchgespielt, das heißt, spoilern kann mich jetzt sowieso keiner. Falls ihr die Serie schon kennt oder selber vielleicht Ideen habt oder es vielleicht besser verstanden habt, das kann natürlich auch sein, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen besser hätte aufpassen müssen oder so. Vielleicht hat Red auch noch selber was dazu erwähnt. Ja, würde ich sagen, einfach in die Kommentare damit. Ich würde mich vielmals nochmal bedanken zum Zusehen und wie schon vorhin, ja, bis zum nächsten Horrorgame. Also dann noch ein herzliches Tschüssi. So, nachdem ich mich jetzt schon das zweite Mal verabschiedet habe, bin ich hier dennoch zurück, denn ich wollte noch mal einen kleinen Nachtrag halten zu dem, ja, zu den Geschehnissen von eben, die ich jetzt vielleicht etwas deuten kann, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, ein bisschen interpretieren kann. Ich werde einfach jetzt im Hintergrund die Szenen laufen lassen, die ich meine, dass ihr dann vielleicht versteht, wie ich es meine. Und zwar weiß ich jetzt, glaube ich, wie das Ende ungefähr gemeint ist, beziehungsweise was passiert ist. Das ganze Spiel kann ich nicht erklären, das ist für mich einfach zu hoch, beziehungsweise ist das furchtbar kompliziert, aber eine furchtbar geniale Story, muss man einfach sagen. Und zwar hat man ja gesehen, dass ich an der einen Stelle, die ihr jetzt hier gerade seht, quasi den Knopf gedrückt habe und damit Red gekillt habe, beziehungsweise habe ich das gedacht. Jedoch bin ich selber in den Ofen gegangen, man hat es ja gesehen, dass ich dann quasi direkt die Flammen gesehen habe. Man hat mich schreien hören, da hat man mich endlich mal wieder reden hören, beziehungsweise habe ich ja dann rumgeschrien. Und kurz danach hat man mich ja dann auf dem Boden liegen sehen. Das lässt mir eine Vermutung offen, denn in Overture, im ersten Teil am Ende, hat Philipp selbst gesagt, wieso er, also wieso Red gestorben ist und er wäre lieber selbst in den Ofen gegangen. Also, dass Philipp quasi lieber statt Red gestorben wäre. Das heißt, quasi ist jetzt Philipp mit Red in den Ofen reingegangen und beides sind gestorben. Das heißt, Red hat zwar nicht überlebt, sondern beide sind gestorben. In dem anderen Ende, im ersten, ist quasi Philipp einfach gegangen und war dann wieder am Anfang von Overture. So hat sich irgendwie das Ganze wieder wiederholt. Das heißt, die ganze Reise hätte von Anfang an angefangen. Ist ja quasi ein endloser Kreislauf, wenn ich das so sagen darf. Jedoch sieht man ja auch, wie dann der Philipp am Boden liegt vor dem PC. Und das scheint mir das Ende vom zweiten Teil zu sein, von Black Plague. Denn dort ist er am Ende ja auch am PC gewesen, nachdem er den quasi den Turnguide was bewiesen hat. Und das könnte dann erklären, dass er quasi wieder in einer Traumwelt ist. Denn mit Clarence war er auch die ganze Zeit in einer, hat er ja die ganze Zeit Wahnvorstellungen und so weiter und so fort. Und Vater Morganen. Und das könnte ich mir dann vorstellen, dass er quasi die ganze Zeit, diese ganzen Rätsel, das heißt ja quasi der ganze dritte Teil nur in seinem Kopf passiert ist. Das heißt, er hat sich nicht wirklich getötet und hat auch Red quasi nicht getötet, sondern alles ist von dem zweiten Teil an nur in seinem Kopf basiert. Das heißt, er liegt eigentlich immer noch da. Das würde wiederum aber nur heißen, dass die Story eigentlich nicht zu Ende wäre. Beziehungsweise, das ist einfach nur furchtbar kompliziert. Das würde auch einiges erklären. Das war jetzt nur eine kleine Theorie von mir. Und ja, wie schon gesagt, es würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ihr habt bestimmt eigene Theorien. Ich werde mich da auf jeden Fall noch mal ein bisschen umschauen, ein bisschen umhören. Verdammt geniale Story, muss man sagen. Ich hätte da echt liebend gerne noch einen letzten Teil von. Auch wenn man sagen muss, dass der dritte Teil natürlich jetzt keine Gegner hatte und nur Rätselei war, was auch viele ein bisschen gestört hatte. Mich hat es aber ehrlich gesagt kein bisschen gestört. Also ich fand den Teil, ganz besonders wegen der Story, trotzdem noch sehr genial. Naja, bevor ich es jetzt noch zu lange ausschweifen lasse, ich habe mich ja schon zweimal verabschiedet, sage ich jetzt noch das letzte Mal für dieses Let's Play. Ich kann mich echt nicht davon trennen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.